Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Dienstagmorgen, 8.45 Uhr, der offizielle Startschuss für die IZB in Wolfsburg. Traditionell zu Beginn der Vorstandsrundgang mit Martin Winterkorn und seinen Vorstandskollegen, bei denen zwar nicht alle Aussteller, aber einige Ausgewählte besucht wurden. Auf einer Ausstellungsfläche von 35.000 Quadratmetern, aufgeteilt auf 7 Messehallen, zeigen rund 730 Aussteller neueste Trends der Automobilzulieferer. Alleine der Gemeinschaftsstand der IZB-Partnerländer USA und Kanada bot mehr als 100 Unternehmen Platz. Am Beispiel der kanadischen Firma Linamar wurde deutlich, wie eng die Partnerschaft nordamerikanischer Zulieferer mit der deutschen Autoindustrie bereits ist. Entsprechend interessiert Martin Winterkorn und seine Vorstandskollegen, die sich die Messeneuheiten aus erster Hand präsentieren ließen. Linamar is a manufacturer of engine, transmission and driveline components, modules and systems, all based off of Precision Machine Products, which is the company's history. But we have built on our precision machining process expertise with product expertise and product innovation in designing systems. Auch das Thema der In-Car-Kommunikation und Multimedia im Fahrzeug stand auf der Liste dieses Eröffnungsrundgangs. Wer hier die richtigen Produkte zeigt und präzise präsentiert, hat gute Chancen, die Gespräche im Anschluss an den kurzen Rundgang weiterzuführen. Nicht selten ergeben sich daraus konkrete Projekte und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Volkswagen-Konzern. Offenbar den richtigen Ton traf man bei der Firma Benteler mit der Präsentation eines Leichtbausystems aus Kohlefaser. Im Anschluss an den Eröffnungsrundgang startete für alle Aussteller der erste Messetag auf der IZB in Wolfsburg. Die Messe dauert bis zum Freitag, den 8. Oktober.